Hallo und herzlich willkommen zurück zum angespielt von Minecraft, genau. Ich bin gerade hier, ich habe die Schildkröten endlich durch Eierding ab die Harpen. Also ich bin sicher 2 oder 3 Stunden am Warten gewesen, bis die Eier auch ausgebrütet wurden. Ich habe zuerst das mit Kelps gemacht, mit Seetang. Es ging nicht. Dankeschön, Minecraft-Entwickler. Es muss mit diesen gemacht, Seegras. Und die wachsen sehr langsam und alles Mögliche. Ich habe doch Random Tick-Rate hochgestellt. Wieso wachsen denn die nicht? Da muss man immer wieder neue abernten. Ist ein bisschen schlecht gemacht, habe ich so das Gefühl. Ich habe das Gefühl, die haben keine Random Tick-Rate, die Teile, und wachsen halt einfach länger. Aber gut, jetzt haben wir 2 Eier. Ich hoffe, die werden bald ausgebrütet. Eins ist schon recht lange. Das andere im vorherigen Video über den Server. Über die Server anschauen von anderen Leuten. Und jetzt machen wir den Zaubertisch. Ich habe noch ein bisschen Leder gefunden. Ja, den muss ich natürlich auch noch. So. Was haben wir denn hier? Was brauchen wir? Wir brauchen Bücher. Wir brauchen. Ah ja, jetzt auch mit diesem Chroma Haze Texture Pack natürlich. Noch mehr Leder. Wo habe ich das Leder hingetan? Hier drin. Ja, okay. Danach habe ich noch ein paar Schatztruhen geplündert aus den Schiffen, aus den Wracks. Und ich habe noch so ein kleiner Tempel, so eine Ruine geplündert. Ja, das spektakulärste ist eigentlich ja eher noch das Herz des Meeres. Eine Schatzkarte, 2 Schatzkarten, die noch nicht gefunden wurden. Eine, die ich gefunden habe. Und ich möchte gerne jetzt eine Truhe machen mit allen Schatzkisten, die ich schon fertig habe. Eine ist noch hier, die habe ich abgeholt. So, wunderbar. Dann machen wir noch mehr Bücherregale. Aber zuerst natürlich Bücher. Mache ich gerade mehr, weil wir brauchen dann noch für verzauberte Bücher, genau. So. Und dann gehen wir wieder ins Nether. Dann haben wir auch einen Bogen. Es fehlt ein Buch, glaube ich. Also, jetzt brauchen wir Obsidian. Obsidian. Wir brauchen Diamanten, 2. Und jetzt bauen wir einen Zaubertisch. So. Sehr gut. Die Bücherregale haben wir. Platz haben wir leider nicht. Ich mache den Zaubertisch einfach hier. Ist nicht so gut, wenn man rutscht. Also müssen wir noch eine Plattform machen. Hier haben wir nichts mehr. Ja, dann machen wir mal volle Bretter hin. Wie muss das jetzt gemacht werden? Wollen wir das unten machen? Ja, komm, machen wir das unten. So, schöne Plattform, die genug groß ist. Machen. Ach, Minecraft ist so gemütlich, auch wenn man daneben baut. Was? Da ist ein Kelp unten dran. Tschüss. So, sollte bald reichen. Also ich habe mir währenddessen, dass ich zugeschaut habe, wie die Schildkröten mega langsam, ja, sehr unsexuell warten, schön, bis sie endlich mal wieder Eier legen können. Einfach ein bisschen ausgedacht, was ich genau baue. Und es wird wahrscheinlich sehr spektakulär sein für mich. Ob es für euch ist, keine Ahnung. Da dürft ihr gerne einen Kommentar schreiben, wie ihr es findet, wenn ich das gebaut habe. Machen wir das einfach mal hier.
Genau, dass wir noch einen Platz frei haben zum Laufen. Hier links, hier eigentlich auch. So, jetzt haben wir aber noch nicht 30, 26. Wir brauchen leider noch ein bisschen Holz. Fällen wir gleich mal den Baum, damit der andere die Fichte auch noch wächst. Genau. So. Ach schön, der heutige Tag war schon richtig schön entspannt. Jetzt nicht so Action-Rollenspiel gespielt. Ich habe nicht so viel Zeit gehabt, noch einen Termin gehabt. Und noch ein bisschen eingekauft. Ja. Deshalb bin ich heute besonders gemütlich. Aber Minecraft ist auch gemütlich, das lässt mich eigentlich nie. Deshalb spiele ich das auch schon sehr, sehr lange. So. Zweimal. Ja, wir haben alle. Wir haben sogar mehr, denke ich mal bald. So. Ja, machen gleich alle. Also, machen wir gleich so viel. Drei, okay. Wir müssen nicht sparen. Wir können eigentlich sehr gut. Ausgeben. Genau, so sieht es auch schön aus. Jetzt brauchen wir noch eine Truhe. Der Schnee stört ein bisschen hier, aber das ist normal. Und wir brauchen das Schwert vor allem. Lapis Lazuli. Diamanten. Ja, aber ich bin wieder draußen gewesen. Ich habe hier ein bisschen Asthma. Das sieht so hässlich aus mit diesen weißen Linien. Irgendwas mit Nvidia. Irgendwas macht mit diesem neuesten Treiber da Probleme. Naja. So. Ah, das Schwarzzeichen setzen wir auch hier. Haltbarkeit, das ist sehr gut. Yeah, Effizienz 4 auch noch drauf. Wir haben irgendwie ein schlechtes Lapislazuli. Also, jetzt müssen wir noch einen Bogen haben für Zaubern. Ja, wir haben noch 30 Level. Und der bitte mit Unendlichkeit, das wäre nett. Oder eigentlich Unendlichkeit ist gar nicht mehr das Beste. Stärke und Haltbarkeit. Okay, brauchen wir trotzdem die Pfeile. Naja. Aber jetzt können wir uns wehren im Neffe gegen die Ghasts. So. Haben wir hier Pfeile? Nein. Haben wir hier Pfeile? Nein. Wir haben viel zu wenig Pfeile. Wir haben nur 13 Pfeile. Sollen wir herstellen? Aber wir haben auch keinen Feuerstein. Wir müssen irgendwie zuerst ein paar Skelette besiegen. Ja. Ist nix. Pfeillos! Ja, gut. Ein paar Pfeile können wir noch herstellen aus einem Feuerstein, aber ist zu wenig. Oh, der ist wieder gewachsen. Ich so, wächst du nicht? Ja, ich mache dann noch mehr Plattformen hier. Und ja, vielleicht die Nettowarzen noch ein bisschen vergrößern. Das sieht so mickrig aus. Dann irgendwie das Haus auch eher Richtung Schönenberg da hinten. Der Zweihöckerberg. Und vielleicht auch ans Westland. Vielleicht das Dorf größer machen. Das würde noch ein bisschen cool sein im Projekt. Wenn wir doch das Dorf noch größer machen. Weil wir ja noch warten müssen auf ein paar Patches, Snapshots und dann noch Präversion, Pre-Release-Version. So. Schon ein Skelett. Und Pfeile? Nix. Böses Skelett. Also. Gleich mal wieder heim. Und jetzt. Ja, müssen hier hoch.
Könnten eine Treppe bauen. Oder direkt halt auch schon. Oh, das ist viel zu schnell. Direkt doch auch schon mal einen Durchgang machen. Das ist so ein Schwein. Jetzt testen wir mal aus. Zwei Pfeile brauchen wir voll aufgeladen. Sehr gut. Jetzt ein bisschen markieren, wo wir hingehen. Du machst keinen Schaden. Ich glaube, ich stelle gleich auf schwer. Jetzt brauchen wir noch mehr Level für andere Verzauberungen. Und wir brauchen eben die neuen Biome. Also das eine Biom, das wir nicht gemacht haben. Das brauchen wir. Wieso hörst du mich? Wir brauchen vor allem die Erzding. Die Nuggets. Jetzt gehen wir mal in die Richtung. Rote Schleim möchte ich mitnehmen, vielleicht für die Magma Creams. Das hast du nicht getroffen. Die sehen so cool aus. Also alles sieht anders aus mit diesem Texture Pack. Aber es passt einfach best zu Minecraft. Es ist comichafte. Ich mag das einfach mega. Also ein Magma Cream. Wie detailliert, habt ihr das gesehen, die Magma Cream? Ganz detailliert. Extrem geil, hochqualitatives Texture Pack. Die gehen auch schnell zum Abbau natürlich. Sind nicht so zäh, 24 reichen sicher einmal. Und Löcher sind da zum Stopfen. Ich werde ja im Let's Play zu der Vollversion 1.16 dann sicher auch noch mehr machen. Also ich habe jetzt das Gefühl, eventuell haben wir nicht so viel zu machen. Aber ich werde sehr viel bauen, wie auch dann im Let's Play. Da aber eben auch nicht so viele Zuschauer gibt in Minecraft, habe ich so das Gefühl, ich werde eventuell mal dann irgendwann ein bisschen Motivation verlieren. Aber je mehr mitmachen, auch aktiv, also in den Kommentaren schreibt man am besten, desto aktiver bin ich natürlich auch in Minecraft zocken, desto mehr kann ich auch machen. Ist halt einfach schwer, wenn man jetzt nicht so bekannt ist und auch keine Werbung machen will. Na gut, jetzt mache ich ja Werbung, weil ich ja selber gerne ein bisschen anschaue von Leuten. Hat das natürlich ohne Werbung gemeint, zu mehreren Leuten zu helfen. Und eventuell bekomme ich dadurch ein paar mehr Zuschauer. Auch fürs Let's Play und so. Nein. Ist halt alles ein bisschen schwer. Du hast kein Zucker schlecken. Es ist gemein zu euch. Ja, es ist nur nicht gemein zu Leuten, die keine Probleme haben mit Zuschauern. Es ist selbstverständlich, dass Leute ein Video anschauen, das über 1 Million Zuschauer hat. Aber nicht selbstverständlich, ein Video anzuschauen, das 30 Aufrufe hat oder so. Also es ist halt schon ein bisschen gemein, was YouTube da macht. Nur eben, was kann man machen? YouTube wird das nie ändern. Es ist überall diese Gier nach Bekanntheit. Und ich möchte eigentlich nicht so mega bekannt sein. Ich will kein Influencer sein, der abhängig ist von Leuten und vielen Likes oder vielen Abonnenten. Ich will ganz normal hobbymäßig Videos aufnehmen, wie ich game. Und es vor allem interaktiv machen, dass ihr wünschen dürft, was ich bringe und was ich, wie ich spiele. Ob
ich rollenmäßig spielen will oder so. Ich werde wahrscheinlich das Let's Play in der Vollversion 1.16 dann wirklich rollenspielmäßig machen. Aber bis dann geht halt noch einiges. Und was ist jetzt hier los? Das ist ein blöder Bug. Ja. Ah ja, aber merkt nicht, dass ich den Block abgemacht habe. Also wir booten leider ein bisschen viel hier schon. Spitzhacke wird bald wieder kaputt sein. Gehe ich mal wieder links, weil ich weiß, dass hier. Ja. Performance ist auch nicht so gut in Snapshots. Es gibt immer viele Bugs, die das Laden von Blöcken und so verzögern. So, gemütlich. Da kann man halt nicht so schnell vorwärts, aber nicht so schnell. Hoffe, es gefällt euch trotzdem, dass ich da halt ein bisschen herumbuddeln muss. Vor allem immer warten muss, weil ein Block nicht gerendert wird. So ist in die Richtung hier. Ich hoffe nicht, dass irgendwo Lava erscheint, weil wir haben jetzt sehr viel Wertvolles dabei. Die Waffen. Spitzhacke. Das ist eine Waffe und eine Spitzhacke, die haben schon sehr viel Wert. Mittlerweile. Wieso ist es so unwirtlich? Wieso muss man. Geht baden. Einer schiebt den anderen rein. Es ist wieder dieses Biom. Wo ist das andere Biom, bitte? Ey. Boah, wie viel wir schon abgebaut haben. Immer diesen Kacksteine. Netherrack. Wie heißt es auf Deutsch? Auch auf Deutsch. Wieso heißt es auf Deutsch jetzt auch Netherrack? Okay. Ich dachte, das hieß auf Deutsch anders. Schön, jetzt mal eine wirklich aktuelle Version. So, der eine ist baden gegangen, der andere brennt durch. Ist halt einfach blöd. Einfach nur blöd. Was ist mit der KI? Wieso ist die KI in Minecraft so schlecht? Das ist wirklich Tiere und Monster selber sich töten. Ey. Hallo, bist du auch ein bisschen? Ja, genau, du bist dann. Tschüss. Alle wollen in der Lava baden. Was ist denn los? Wo sind wir hier? Ich werde nie mehr zurückfinden. Das weiß ich jetzt schon. Na gut, Goldbahn. Also jetzt haben wir leider wieder dieses Biom, aber ich gehe mal durch dieses Biom, weil das ein bisschen wirtschaftlich ist. Jetzt noch. Oh, bist du fett, bis du endlich tot bist. Ich sterbe jetzt dann noch gleich. Wie so weitermachen. Was ist das eigentlich? Sanitary. Sieht nur so anders aus, weil er andere Farben hat. Nein, lasst mich jetzt ein bisschen in Ruhe. Einfach mal ein bisschen in Ruhe lassen, dankeschön. Muss mal ein bisschen Ausschau halten. Nach anderen Biomen. Es gibt, glaube ich, drei. Ne, es gibt zwei. Es gibt drei mit dem Soul Sand Biom. Ja. Also zwei komplett neue, also neue Grafik. Und zwei mit den.
Nein, bitte nicht wieder ein Witcher. Ah, ich brauche ein bisschen zu viel Essen. Ah, die lassen sich nicht wie Lianen benutzen, dankeschön. Da ist ein Gast, ich brauche ein Gast, Gast drin. Wo bist du jetzt hin? Oh, schaut euch den Baumstamm hier an. Der ist cool. Nein, GeForce Game Ready Treiber brauche ich gerade nicht. Dankeschön. Ach, diese blöden Video-Ankündigungen ständig. Ah, da ist das Blausli. Ah! Knochenblöcke. Yeah, one hit. Okay, er ist, glaube ich, nicht in die Lava gefallen. Gaszähne. Ja, da drauf ist. Oh, ich wäre fast noch in Lava gefallen. Also, ich hätte gedacht, es ist Lava unten. Ja, toll. Wie soll ich jetzt hier runtergehen? Unglaublich. Im Neffe kommt man nie vorwärts. Sehr gut. Ganz knapp, aber. Nitterick, Nitterick. Schweinefleisch lasse ich drin. Ja. Ein bisschen mehr Nitterick. So. Ich möchte gerne schauen, was das ist, aber. Zuerst noch ein bisschen. Ding, also. Ja. Scheint ein Rezeptbuch. Basalt! Jetzt haben wir das Basalt. Ich gerne hätte. Wie man einfach ständig irgendwie Lava hat. Ein bisschen Abbau-Part wird, aber ja, man muss halt auch Sachen mitnehmen. Wenn man doch etwas bauen will, dann braucht man auch Rohstoff. Manchen stinkt es ja so, dass sie nur noch Minispiele spielen oder so und die wollen gar nicht abbauen und bauen. Das ist so schade, weil Minecraft ist echt so für zum Bauen, zum Rollenspiel machen drumherum. Das machen aber so wenige Rollenspiel, dass einfach irgendwie geht, ja, Roleplay so gut ankommt, aber Minecraft Rollenplay so schlecht. Ich nicht so toll. Nicht so prickelnd. So, das geht mir ein bisschen zu weit hoch, deshalb. Oh, jetzt habe ich das Zeug wieder angesehen. Ja, nehmen wir einfach hier noch ein bisschen, weil es hier breiter ist, dass wir viel mehr Blöcke bekommen. Und dann hören wir auch wieder auf. Und wenn wir dann eine Minimap haben für 1.16, dann können wir das auch besser markieren. So, aber das Spiel muss endlich mal eine Minimap mit Waypoint-System haben. Das geht einfach gar nicht. Wie man einfach im Stich gelassen wird. Ich habe irgendwie das Gefühl, den Entwickler ist egal, wie schlecht das Spiel ist. Also es wird ja immer besser, aber viel zu wenig. Ich hätte gerne noch ein bisschen mehr. Also eigentlich möchte ich ja da drüber zuerst Knochenblöcke holen. Weil dann habe ich die. Muss ich nicht craften mit der...
zwei. Ich möchte eigentlich mit Knochenblöcke bauen, weil sie ja schon relativ alt sind. So, wir noch den letzten Netherrack benutzen. So, eigentlich am schnellsten geht es noch schneller, denke ich schon. Aber ich bin ja so einer und weiß nichts über PvP oder Skyblock. Ich habe, glaube ich, noch nie Skyblock gespielt. Ich werde einfach nicht warm. Für was müssen Leute sich kloppen im Himmel? So ist er eher der Rundspieler als der Spielerklopper. Also, ich habe ihn zur Verrechnung und jetzt für Discourse Online werde ich Spieler kloppen. Aber in einem Minecraft, das Kampfsystem ist einfach zu schlecht für mich, um gegen Spieler zu kämpfen. Ja, toll, man kann nicht mal drüber springen, weil der Block schon brennt, wenn man nur ein paar Zentimeter oben drüber hüpft. Also, wo war das blaue Pfeil? Kann man das eigentlich in Eimer tun? Nee, oder? Ach man, schon wieder unsichtbarer Block. Wieso wird der Bug eigentlich nie gefixt? Den hatte ich schon 2011. Wieder andere Sachen ab und hole das blaue Feuer nicht, weil ich Block im Weg habe. Also, wo ist das jetzt? Das muss eigentlich hier gewesen sein. Ist es gelöscht worden? Das ist weg. Ah, hier unten. Was kann man jetzt mit dem machen? Tut Wasser eigentlich explodieren? Nee, mit Gott sicher. Man kann es nicht mitnehmen. Das ist blöd. Ich möchte gerne blaues Feuer zu Hause haben. Lieber Entwickler, macht etwas. X. Also, dann müssen wir leider wieder zurück. Und ich gehe selber zurück. Ja, während das schon wieder ein bisschen zurück. Nein, wieso greifst du mich trotzdem an? Durch so komische Bewegungen immer. Hättest du mich auch in Ruhe lassen können. Aber wieso sind die immer feindlich? Kann man die nicht nett machen? Minecraft ist nicht sozial, sondern Monster. Sie lassen einfach mal sich von Spielen abdingen. Das ist nicht so gut. Nörgeln auf hohem Niveau. Das kann man. Aber mein Kampf muss einfach noch besser werden. Jedes Spiel muss immer noch viel, viel besser werden. Es ist nie zu Ende. Entwickler müssen immer etwas machen, weil sie es auch wollen, oder? Ich denke, jeder Entwickler will ein Spiel wirklich lange am Halten. Also wirklich lange Spiele drauf abfahren lassen, oder? Und hat dann einfach das Problem, dass die Finanzen nicht stimmen oder sie einfach keine Lust haben und so weiter. Nee, kein Durchgang. Oh, jetzt muss ich mit der Bottle. Neffe, du stinkst. Im Knast endlich draußen, ey. Gut, dann schauen wir doch mal kurz. Ja, Part ist Ende. Dann tue ich jetzt noch weiter nach Hause laufen und wie viel wollen noch angreifen? Sicher noch ein. Haha, nicht geschossen. Selbst gesoffen.
Ja, ein Kulti. Ja, bis zum nächsten Part. Ich laufe zurück und dann sehen wir uns wieder. Tschüss. Und vielen Dank. Tschüss.